Ich heiße euch herzlich willkommen und wir testen heute die Demo von Stellarblade von den Entwicklern Shift Up. Hier ist euer Spooky VF und ich will euch heute erzählen alles Wichtige, was es zum Spiel gibt, zum anstehenden Release und alles, was man so aus der Demo herausschließen konnte, wie das Game sich spielt, was es für Features gibt. Und ja, wir dürfen gespannt sein. Also zuerst mal ein paar Daten. Wie gesagt, die Entwickler sind Shift Up, ist ein Action-Adventure, in Anführungszeichen Kampfspiel. Wie man sich das Ganze vorstellen kann, da komme ich gleich noch drauf zurück. Und ja, es wird nur für die PS5 zuerst mal am 26.04.2024 veröffentlicht. Dazu gibt es zwei Versionen, die normale für 79,99 und die Digital Deluxe für 89,99. Jetzt genießen wir mal hier den Intro-Clip Landetrupp 7 wird mit sofortiger Wirkung die Alpha-Nativas auslöschen, die Distrikt 3 besetzen. Ihr Ziel ist die Gefangennahme oder Vernichtung des Nativa-Ältesten. Kapseln in Atmosphäre. Eine Minute bis Grenzwert. Grenzwert überschritten. Kapsel gelandet. Schild deaktiviert. Luke geöffnet. Verdammt! Komm schon, geh auf! Taki! Eve, geht es dir gut? Der Ort ist gefährlich. Nimm meine Hand. So, da wären wir und übernehmen die Kontrolle vom Prolog. Und ich lese euch jetzt mal den Beschreibungstext aus dem PSN hierzu vor, um was es im Spiel geht. Ihr seht ja schon, sehr blutgewaltig und so weiter und so fort. Also wie folgt: Die Zukunft der Menschheit steht auf Messerschneide. Die Erde wurde von seltsamen, mächtigen Kreaturen verwüstet. Und die Überreste der Menschheit sind in eine Kolonie im Weltraum geflohen.
Von der Kolonie aus reist Eve, das ist unsere Protagonistin, zu den verwüsteten Überresten unseres Planeten und hat genau eine Mission, die Menschheit zu retten, indem sie die Erde von den Natiba zurückerobert, jener bösartigen Macht, die sie einst verwüstet hat. Doch während Eve es mit einem Natiba nach dem anderen aufnimmt und in den Ruinen der menschlichen Zivilisation die Geheimnisse der Vergangenheit lüftet, muss sie erkennen, dass ihre Mission nicht so einfach sein wird, wie sie dachte. Also wir haben hier ein packendes Abenteuer voller rasanter Action. Bahne dir in diesem brandneuen Action-Adventure für PS5 in blitzschnellen Kämpfen deinen Weg durch die Überreste der Erde. Entfessle anmutige und zugleich brutale Angriffskombinationen, schalte im Laufe des Spiels neue Moves und Waffen-Upgrades frei und stelle dich epischen Bosskämpfen, bei denen nicht nur reine Muskelkraft, sondern auch Köpfchen gefragt ist. So, soweit soll es auch mal gut sein mit Vorlesen. Genau das ist es. Und ihr hört das auch die ganze Story hier immer wieder mit packender Musik. Ich würde sagen, im Bayonetta-Stil auch zelebriert wird und das Ganze untermalt wird mit dieser Musik. Das Spiel spielt sich ohnehin ein bisschen aus dem Mix Nier Automata, Sekiro, Devil May Cry und Bayonetta, würde ich mal so sagen. Wobei Devil May Cry vielleicht eher vom Genre her, da sehe ich jetzt noch nicht ganz so die Parallelen dazu. Sekiro dann schon eher, denn das Parry-System wird hier ganz wichtig, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu reden. Schauen wir uns diesen Mini-Clip hier nochmal an und dann sehen wir, oder was heißt ja, dass hier direkt sehr bedrohlich die Lage ist und es geht hier sehr bedrohlich los. Sie hat ihr ganzes Team verloren, ja, mit der Rettungskapsel, die sind alle irgendwie hier verunglückt und dann kommt dann hier schon mal ein erster Brocken, ja. Also ihr seht auch, mega große Gegner. Und hier könnte ich auch was zum Gameplay schon mal sagen, weil man es ja schon in etwas sieht. Ja, ihr seht dann immer wieder diese Funken. Es ist ein rasanter, ja, im Angesicht des Feindes, also Kopf an Kopf, fetzt man sich mit den Feinden. Man muss dafür schnell sein, also gute Reflexe haben, richtiges Timing. Das füllt dann wiederum unsere Special Moves, die wir machen können. Und das ist auch dieses Parry-System wie in Sekiro. Ihr seht diese gelben Karos unter der Lebensenergie des Gegners, des Bosses, des Minibosses. Und ihr seht, wenn ich perfekt parrye, verliert der da gelbe Karos. Und diese gelbe Karos sind so viel wie die Haltung in Sekiro, die er hier runterdrückt, indem er perfekt parryt oder irgendwelche Special Moves macht, die er dann wiederum aufladet mit perfekten Ausweichen oder eben perfekten Parry. Ladet ihr eure Special Moves auf, die dann auch wieder die Haltung des Gegners betreffen können oder reduzieren können. Und dann ist es auch so ähnlich wie bei Sekiro, ist die Haltung down, könnt ihr einen Vergeltungsangriff machen, der ihm immensen Schaden anrichtet eben. Das ist ein bisschen anders wie bei Sekiro, da war es ja diese Lebenspunkte, die man dann direkt runterzieht, wenn man einmal die Haltung durch hat. Aber hier ist es so quasi, ein Vergeltungsschlag, der enorm viel Lebensenergie den Gegner kostet. Jetzt müssten wir noch einen perfekten Block machen, oder einen Parry besser gesagt. Und dann kriege ich das natürlich nicht hin und deswegen machen wir ihn normal kaputt. Aber so wäre es jetzt funktioniert, hätte ich jetzt nochmal perfekt geparried, dann wäre er zusammengeknickt und dann hätten wir können, ja, das schön machen. Es gibt auch noch Verbesserungsmöglichkeiten, natürlich wie typisch in diesen Games, man kann sich verbessern, seine Waffen modden, sein Aussehen anpassen, da kommen wir auch später alles nochmal ein bisschen kurz drauf. Aber trotzdem stark. Was jetzt hier noch wichtig ist, man kann vor allem auch die Evades, also das Ausweichen, kann man noch verbessern. Und wenn man dann im richtigen Moment ausweicht, dann gibt es eine Art Bullet Time, die die Zeit kurz verlangsamt. Woraufhin man dann auch wieder Schaden austeilen kann. Insgesamt gibt es zu sagen zum Gameplay, es ist präzise und wuchtig. Es fühlt sich mega krass an, wenn man hier kämpft und parried und blockt und die geballte Kraft dieser Aliens auf einen draufschlägt, das spürt man so richtig gefühlt. Das fühlt sich so richtig wuchtig an. Und das war ja das Geile an Sekiro, meiner Meinung nach. Auch wenn einige Leute sagen, Sekiro, ja, schwer ist nicht so mein Ding oder sonst irgendwas. Ja, okay, von mir aus. Aber das Gameplay war schon brutal und wuchtig und immersiv. Und der Unterschied zu Sekiro, den sollte ich vielleicht jetzt auf jeden Fall mal nennen. Man hat hier Schwierigkeitsstufen. Es gibt leicht und es gibt normal in der Demo.
Und ich denke mal, dass man später noch weitere Stufen freischalten wird. Das sieht zumindest mal so aus, als würde es da noch mehr geben. Also, denke ich einfach mal. Ja. Hier wurde der letzte Kampf. So, nach dem ganzen Prolog-Kram fangen wir hier quasi eigentlich dann mit dem Hauptspiel an. Eine gigantische Stadt. Und da gucken wir uns auch noch ein klein bisschen was an dazu. Irgendetwas fällt vom Himmel. Ein seltsames Gefühl. Das ist also Regen. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Aber wir haben was zu erledigen. Die Landschaft hat sich... Was es jetzt auch noch gibt, wir spielen quasi auch den Anfang vom Spiel hier. Wir haben den Prolog gespielt in dieser Demo. Die geht so ungefähr eine Stunde. Wir haben den Prolog gespielt und wir spielen jetzt auch quasi die erste Mission. Den Anfang des Games. Und wenn wir uns das Game jetzt kaufen, wenn wir die Demo spielen und das Game kaufen, können wir den Speicherstand übernehmen. Also wir können direkt dort weitermachen, wo wir mit der Demo aufgehört haben. Wir müssen nicht wieder alles machen. Falls ich das Let's Playen sollte, das Spiel, dann würde ich natürlich trotzdem nochmal von vorne anfangen. Auch dann würden wir das alles im Detail durchgehen. Ich habe nämlich hier auch einiges rausgeschnitten zwischendurch, weil ich euch nur so einen Einblick mal in das Spiel und die Infos zu dem Spiel geben wollte. Das Video geht ohnehin lange genug, weil ich euch einfach noch gewisse andere Sachen hier zeigen will, die dann auch noch gleich kommen. Wie zum Beispiel hier, es gibt auch so kleine Mini-Rätsel. Es ist keine Open World, aber ihr könnt euch in der Umgebung ja recht frei bewegen, sofern die Umgebung das zulässt. Es gibt hier und da verschlossene Türen oder eben auch, wo man so eine Zugangscodes braucht. Und man kann auch gewisse Geheimnisse in dieser Gegend finden. Ist aber keine Open World. Zumindest mal jetzt in der Demo noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. Aber ihr könnt trotzdem ein bisschen im Rahmen des Levels könnt ihr erkunden. Ich weiß nicht, wie das sich später gestalten würde. Da keine Ahnung, ob man da noch mehr Möglichkeiten hat, nochmal in der Gegend hin und her zu reisen oder nochmal alte Gebiete zu besuchen. Werden wir sehen. Ich glaube, es soll später so eine Art Hubstadt oder sowas noch kommen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, von der ihr dann aus agieren könnt. Werden wir noch abwarten. Kommt jetzt aus der Demo nicht so klar raus. Aber ja, okay. Wie gesagt, die Vollversion übernimmt den Spielstand, den wir hier spielen. Also alles, was wir jetzt erreichen, können wir einfach mit ins Game übernehmen, wenn wir es uns kaufen sollten. Was schon mal nice ist. Und dann seht ihr auch hier schon, das war jetzt so ein perfektes Ausweichen, das eine Bullet Time getriggert hat. Und man kann das Ganze natürlich immer weiter aufwerten, auch noch alles. Es gibt verschiedene Fähigkeitsbäume, da werden wir auch gleich noch einen kleinen Blick drauf werfen im Laufe des Videos. Wenn ihr die Demo durchspielt, dann kriegt ihr noch einen weiteren Option, einen Menüpunkt frei. Und zwar ein Bossfight mit besseren Fähigkeiten als die, die ihr hier im ersten Level habt. Dann habt ihr schon ein bisschen mehr Fähigkeiten, mehr Skills, könnt schon ein bisschen mehr. Und den werden wir uns auch noch angucken am Ende des Videos, weil den habe ich auch gemacht. Und ich kann schon eins sagen, ich habe hier auf Normal gespielt, nicht auf Easy. Und ich kann schon sagen, man muss schon ein bisschen üben. Also ich musste zumindest mal ein bisschen üben. Try and Error. Das Moveset der Gegner kennenlernen und richtig reagieren. Man kann hier nicht einfach auf einen Button rumhauen, auf normal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es auf leicht ist, aber das führt nicht zum Erfolg. Zumindest mal nicht gegen die Elite-Gegner. Und das Spiel ist knackig. Also das ist schon mal so mein erster Eindruck, dass es auf normal schon knackig ist. Auf easy, wie gesagt, kann ich... Da haben wir so einen Vergeltungsschlag. Auf easy kann ich nicht beurteilen, aber auf normal ist es knackig. Also täuscht euch da nicht. Aber ich kann auch jedem halt einfach mal empfehlen. Ihr seht auch die Gegnervielfalt jetzt schon hier in dem ersten Level. Bin gespannt, was da im Hauptspiel noch alles dazukommt. Denn ich werde mir es sehr wahrscheinlich holen. Es hat mich irgendwie schon begeistert. Ich bin voll gehypt jetzt nach der Demo. Ich bin da eigentlich mit nicht... Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin da jetzt erwartungslos reingegangen. Ich habe mich schon auf die Demo gefreut. Aber es war noch kein so Hype da. Aber jetzt wäre ich froh, das Spiel wäre draußen. Keine Ahnung. Macht mega Fun. Und deswegen habe ich gestern auch nochmal mich extra hingesessen. Ich habe eigentlich hier die Demo zuerst gespielt. Habe dieses Starter-Level gespielt, also die normale Demo abgeschlossen, quasi auf normal. Und habe dann die Aufnahme ja aufgehört und habe mich gestern dann extra nochmal hingesessen und habe diesen zusätzlichen Bosskampf mit den erhöhten Fähigkeiten, den späteren Bosskampf, noch geübt.
um den euch auch noch servieren zu können und weil ich Bock drauf, nicht nur weil ich den euch servieren wollte, sondern weil ich Bock hatte und der mich angefixt hat und weil ich dann auch noch voll auf die Schnauze bekommen habe und gefailt habe am laufenden Band, wurde ich natürlich am Ehrgeiz gepackt und musste den Mann auch noch besiegen. Und da habe ich gestern dann noch darum geübt und gemacht und hin und her, hast du nicht gesehen. So, das hat man also auch präzise, wuchtig, Bossfight mit ausgebauten Fähigkeiten. Man kann sich auch nicht einfach so überall verbessern oder sonst irgendwas. Das werden wir nachher noch sehen. Es gibt Lager. Das ist ähnlich wie ein Bonfire-Schrein aus Souls Games. Wenn wir uns an dieses Lager setzen oder dieses Lager aktivieren, das müssen wir noch aktivieren, dann setzen wir alle Gegner zurück, die bis dahin besiegt wurden. Das heißt, wenn wir dann nochmal in die andere Richtung laufen wollen, müssen wir die Gegner nochmal bekämpfen. Aber diese Lager bieten dir eben auch die Möglichkeit, dich zu verbessern. Und vor allem, jetzt werden wir so ein Lager entdecken. Das hier ist aber ein Hauptlager. Es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt kleine Lager, da können wir nicht ganz so viel anpassen. Und es gibt ein großes Lager, ein Versorgungslager. Da können wir dann mehr anpassen. Und es geht dann auch vom Anzug, die Waffen modifizieren, Fähigkeiten lernen und keine Ahnung was noch. Achso, ja, noch Verbrauchsgegenstände kaufen, Heilmittel kaufen, ist auch ein Verbrauchsgegenstand, ja, ich weiß, wollte ich nur noch mal extra erwerben. Und man hat verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Wie weit das funktioniert, wie weit das Ausmaß das hat, das kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen. Was ich in der Demo so kennengelernt habe, ist, dass ich hier auch Zugriff auf meinen Skilltree habe und ich konnte auch irgendeinen gefundenen Mod in meine Waffe, glaube ich, bauen. Oder was in die Rüstung? Ne, ich glaube, in die Waffe. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall kann er so Sachen hier in diesen Versorgungslagern machen. Ne? Und da werden wir jetzt auch gleich einen Blick auf den Skilltree mal werfen, oder also mal gerade so einen oberflächlichen Blick. Ich möchte da jetzt auch gar nicht auf in Detail reingehen, das werden wir dann im Let's Play oder so machen, wenn ihr Bock habt auf den Let's Play. Ohnehin würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich ein Like bekommen würde für das Video, wenn es euch gefällt. Und ja, das würde man dann eben auch zeigen, dass ihr Bock auf Stellar Blade habt. Und ich würde euch auch empfehlen, auf jeden Fall mal in das Spiel, in die Demo reinzuschauen. Die ist auf jeden Fall schon da. Und da könnt ihr mal reingucken. Geht gut eine Stunde. Kann man machen. Ist auch keine verlorene Zeit, wenn ihr eh in Erwägung zieht, das Spiel zu kaufen. Dann könnt ihr euch nochmal überzeugen, ob es was für euch ist. Und dann könnt ihr sogar den Spielstand übernehmen und einfach weiterspielen. So, und hier haben wir die Skilltrees und da können wir eben was lernen. Es gibt mehrere Skilltrees, wie ihr seht. Hier sind auch noch einige komplett verschlossen und jo. Da. Ja. Kommt der Boss der Demo? Das ist kein gewöhnlicher Gegner. Und der war, finde ich, auf normal schon knackig. Also ich hatte da auch schon meine Probleme, aber das könnt ihr jetzt selber sehen. Also ja, ich hab da auch gefailt gehabt, aber ich habe jetzt die Fails rausgeschnitten. Ich glaube, ich hatte sogar hier nur einmal gefailt und beim zweiten Mal geschafft, aber das ist ein echt langer Kampf. Und ihr werdet sehen, wie viel Damage der macht und wie präzise man hier auch im Timing sein muss, dass er nicht trifft. Am Anfang geht er ja noch. Hier, bap, schön getimed. Parry. Und dann hier nochmal ein Special Move, sind leere gemacht. Diese Attacke hier kann man nicht so gut parrien. Es gibt halt dann eben auch Attacken, wo er dann im richtigen Zeitpunkt ausweichen müsst, weil er nicht parrien könnt. Und ja, wie gesagt, das hier ist eigentlich alles noch sehr gut durchschaubar. Der ist nicht so relativ schnell hier und die Attacken lassen sich echt ganz gut machen. Und der macht auch gar nicht so viel Damage. Aber der hat gleich nachher noch eine Phase, wo er echt wild wird. Und ja. Schaut einfach jetzt fängt's an. Jetzt pusht er sich hoch und jetzt wird er wild, jetzt ist er Thor, der Donnergott oder was weiß ich, was er gerade wurde. Aber auf jeden Fall macht er jetzt den Molly. Und ja, überall regnet's Blitze, dann kommt er gesprungen, macht so und so, hat er mich beim ersten Mal eiskalt erwischt und hat mich kaputt gemacht. Und deswegen musste ich ihn ein zweites Mal versuchen. Ja stimmt, den habe ich zweimal nur versucht. Den Boss danach, den ich euch nachher noch zeigen werde, mit den erhöhten Fähigkeiten, den es im Anschluss an die Demo gab, dass man den dann spielen konnte.
Bei dem habe ich ein bisschen länger gebraucht als zwei Versuche. Da hat es gestern nicht so klappen wollen. Aber man kann diese Kämpfe einfach perfektionieren. Man lernt diese Kämpfe irgendwie. Fühlt sich nicht unfair an. Es fühlt sich halt nicht leicht an. Sie sind schwer, sie sind wuchtig, sie sind immersiv. Sie machen richtig krass daher. Aber man kann diese Kämpfe lernen und man merkt eben auch, wie man sich verbessert und das Moveset des Gegners kennenlernt und dann eben auch entsprechend reagiert. Zumal ich hier sowieso noch nicht ganz genau weiß, welche Möglichkeiten ich insgesamt in dem Spiel habe, hier ordentlichen Damage oder sonst was zu machen. Ja, das war der Boss. Ja gut, war jetzt nicht so lang der Kampf, aber ja, war jetzt auch nicht so einer von der schnellen Sorte, ne? Zack, so. Das haben wir erledigt und da sehen wir die Boss-Herausforderung, die ich freigeschalten habe. Die zeige ich euch jetzt auch noch und dann kommen wir nämlich einfach schon zu diesem Special-Boss. Und danach, also eigentlich hat man jetzt nach dem Boss so einen Clip noch freigeschaltet, wo man so ein bisschen Einblick in das kommende Abenteuer sieht von Stellar Blade, was einen so ein bisschen erwartet, was noch so drin vorkommt. Kann man so ein bisschen vorausschauen. Und das mache ich euch im Anschluss des Bosskampfs hier. Also das hier ist diese Boss-Herausforderung, wo man dann einfach mal auch einen Einblick hat, wie das Spiel sich mit anderen Fähigkeiten spielen lässt. Oder mit besseren Fähigkeiten. Mit ein paar besseren Fähigkeiten. Da ist man schon ein bisschen ausgerüsteter. Und ihr seht schon, der ist wild, der Bursche, der Häscher. Der ist auch echt eine knackige Nuss gewesen, fand ich jetzt. Und das hier war ein, ja, ich weiß nicht, der wilde Versuch, der 10. oder so, als ich ihn dann endlich mal geschafft habe. Ich kann es ja vorwegnehmen. So, falls es noch Fragen gibt zum Spiel, am 26.04. kommt es raus. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Und ich werde sie euch beantworten, so schnell ich kann, sobald ich kann. Und ansonsten könnt ihr mal gerne euren Eindruck hinterlassen. Ich würde jetzt noch ganz kurz meinen Eindruck zum Spiel hinterlassen. Es gefällt mir sehr gut, es ist verdammt schnell. Es ist eigentlich, ich spiele ja gerne so Spiele wie Devil May Cry oder so Spiele mit Kombos. Sekiro, Ninja Gaiden, Nioh. Spiele ich ja eigentlich fast noch lieber wie Dark Souls, was ja auch ein Steckenpferd von mir ist, Dark Souls und so. Mit diesem eher etwas langsameren Kampfstil. Bloodborne ist auch schnell. Ich bin eigentlich so ein richtiges Devil May Cry Kind. Castlevania, Lords of the Shadows. Also dieses Spiel hier scheint sehr gut zu mir zu passen. Das ist eigentlich so mein Ding. Und ich freue mich irgendwie echt mega drauf. Seit ich die Demo gespielt habe, ist der Hype da. Und ja. Mein Eindruck insgesamt, die Story scheint interessant zu sein. Jetzt nichts Neues, aber jetzt auch nicht. Ja. Ist es interessant. Ist es interessant geschaltet. Man weiß es noch nicht genau so 100%, um was es geht. Außer eben, dass die Menschheit retten muss und so, wie immer. Ne? Aber am Anfang die Verluste fand ich schon heftig. Und wie die Story angefangen hat, das war schon irgendwie krass. Das hat mich schon irgendwie beeindruckt. Und ja, ansonsten ist mir die Story eigentlich auch... ich will nicht sagen egal, das wäre falsch, aber sie ist mal eben auch einfach nicht so wichtig, wenn das Gameplay stimmt. Und das Gameplay, weil ich spiele für Gameplay und nicht für Story. Wenn beides natürlich da ist, umso besser. Aber Gameplay ist eben nicht zu ersetzen und das ist hier echt bis jetzt mega. Das gefällt mir. Es ist so wuchtig, es knallt, es funkt, es platscht überall, fliegen Fetzen. Ja, ihr seht's schon, ne? Die Effektkulisse ist bombastisch, ich freue mich drauf und wenn ihr euch freut und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt auch gerne einen Kommentar und ob ihr davon auch mehr sehen möchtet, ob ihr davon ein Let's Play sehen möchtet, ob ihr dabei wärt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und lasse euch jetzt mit den letzten Minuten des Videos, mit den letzten paar Minuten des Videos und dem anschließenden Clip alleine. Wünsche euch den schönsten aller Tage. Hoffe, wir sehen uns wieder oder hören uns wieder. Euer Spooky4F mit der Demo zu Stellar Blade. Ich freue mich drauf. Bye, bye, bye.
unglaublich. Different. Yes, this is no longer the drone you knew. Adam, are you listening to me? Something serious seems to have happened. I have to return to Zion. Oh my goodness. It's full of plants and little birds.